Herr Dr. Becker, in allen Medien wird zurzeit berichtet, dass in Deutschland viel zu viele Kniegelenksoperationen durchgeführt werden. Wie stehen Sie dazu? Also man muss Folgendes sagen, die Gelenkspiegelung, also die Arthroskopie, hat sich in den letzten 20 Jahren unglaublich entwickelt und wir können heutzutage eine Vielzahl von Erkrankungen hervorragend diagnostizieren und behandeln. Die jetzt zurzeit gerade wieder in den Medien aufkommende Berichterstattung, leider relativ unqualifiziert über zu viel durchgeführte und unnötige Kniegelenkarthroskopien, beruht allein auf einer einzigen Studie aus dem Jahr 2002. In dieser Studie wurden Patienten mit Kniegelenkarthrosen zum einen einer Scheinoperation, zum anderen einer richtigen Knorpelglättung zugeführt. Die Ergebnisse zeigten keinen Unterschied. Es ist inzwischen von vielen internationalen Wissenschaftlern klar widerlegt worden, die Schwäche der Studie wurden aufgezeigt und man kann das so nicht stehen lassen. Dennoch wird diese Studie immer wieder von sogenannten Fernsehärzten oder auch von Gesundheitspolitikern kritiklos zitiert und damit entsprechend polarisiert. Andere Studien mit wesentlich höherer Evidenz, die zu einem anderen Ergebnis kommen, werden dagegen ignoriert. Dies führt dazu, dass unsere Patienten verständlicherweise massiv verunsichert werden und ein an sich wirklich sehr gutes Verfahren, nämlich die Kniegelenkarthroskopie, entsprechend diskreditiert wird. Welche Patienten profitieren denn von einer Arthroskopie? Grundsätzlich muss man sagen, alle Patienten, die ein mechanisches Problem, bleiben wir beim Kniegelenk, haben, profitieren von einer Arthroskopie. Wenn Sie zum Beispiel einen kaputten Meniskus, einen freien Gelenkkörper, eine Bandverletzung, eine Kniebandverletzung haben, können Sie die arthroskopisch hervorragend behandeln. Welchen Patienten würden Sie dann von einer Kniearthroskopie abraten? Wenn ich einen Patienten habe mit einer weit fortgeschrittenen Arthrose, die heutzutage problemlos schon am Röntgenbild bzw. an der Kernspintomographie erkennbar ist, dann muss ich den entsprechend beraten, dass eine alleinige Kniegelenkarthroskopie mit hoher Wahrscheinlichkeit ihm keine wesentliche Besserung bringen wird. Dennoch muss man auch hier unterscheiden. Es gibt häufig Kombinationsverletzungen. Patienten haben Arthrosen, haben freie Gelenkkörper, haben eingeschlagene Menisken. Und wenn man diese Pathologien arthroskopisch behandelt, kann man den Patienten so auch sehr gut helfen. Welche Alternativen gibt es zur Arthroskopie bzw. wie beraten Sie Ihre Patienten? Wichtig ist, dass man bei der Behandlung der Arthrose mit allen Therapieverfahren vertraut ist. Von den konservativen Möglichkeiten über die arthroskopischen bis hin zu eventuellen Korrekturen der Achsen bzw. endoprothetischen Ersatz oder Teilersatz des Kniegelenkes. Nur ein Therapeut, der alle diese Verfahren kennt, kann den Patienten individuell und stadiengerecht mit seiner Erkrankung beraten.